Liebe Delegierte, ich hatte schon die Gelegenheit, meine Position zu den großen Fragen zu äußern und will deswegen die Vorstellungsrede nur nutzen, um in aller Kürze nochmal den Blick zurückzuwagen und Bilanz zu ziehen. Bernd und mich einte von Anfang an die Überzeugung, dass die Parteineugründung mehr sein muss als die pure Agitation von PDS und WASG. Für uns war klar, die Linke, das ist was Neues, was Größeres. Und das war unser Ziel, dass wir es schaffen, gemeinsam anzukommen in der Linken, wo man nicht mehr das Gefühl hat, das ist ein Dachverband von zwei Quellparteien. Zudem spricht man uns ja immer zu, dass wir das gemeinsam in den Fokus stellen. Dabei geht es uns aber nicht darum, irgendwie Zuckerguss über reale Konflikte zu schieben, sondern uns ging es vor allen Dingen darum, das Niveau der Debatte innerhalb der Partei zu erhöhen. Und ich finde, wie gut das gelungen ist, das zeigt doch auch die Situation nach den Wahlen. Da gab es viele kontroverse Debattenbeiträge, wo ich selbst bei den Beiträgen, die jetzt in Kontroverse zu meinen Positionen waren, das Gefühl hatte, das sind immer Argumente dabei, wo es sich einfach nochmal lohnt, ein bisschen länger drüber nachzudenken. Was uns beiden sehr wichtig war, war den Austausch mit Intellektuellen zu intensivieren, in regelmäßigen Runden und in persönlichen Gesprächen. Und ich will hier mal eins festhalten, weil manchmal neigen ja Politiker dazu, nach sozusagen Wahlniederlagen zu überlegen, ob man jetzt nicht zu intellektuell herüberkam und damit die Leute verprellen würde. Ich finde, gute Argumente funktionieren sowohl vom Jobcenter wie im Hörsaal. Und zu meiner Praxis als Vorsitzende einer sozialistischen Partei gehörte immer, sowohl mit Anti-Hartz-IV-Initiativen in einem regen Austausch zu stehen, wie mit kritischen Köpfen in Kunst und Wissenschaft. Und ich finde, genau das macht sozialistische Praxis aus. Zu meiner Praxis gehört auch, dass wir bei Blockupy dabei zu sein und das den ganzen Tag, von früh bis abends. Was uns wichtig war, war die Debatte um Sozialismus der Zukunft voranzubringen und damit auch eins deutlich zu machen. Sozialismus ist nicht nur etwas in der Vergangenheit mal Versuchtes, sondern auch eine Möglichkeit von Zukunft. Ein weiteres Ziel von uns bestand darin, neue Milieus zu erschließen. Und ich finde, bei der Wahlauswertung der vergangenen Wahlen fällt immer wieder hinten runter, dass wir ja auch in manchen Bereichen dazulegen konnten, gerade im urbanen, alternativen Milieu. Und übrigens nicht nur in den Städten gibt es eine rebellische Generation, für die Gerechtigkeit immer auch eine Frage von globaler Gerechtigkeit ist. Und genau mit Blick, nicht nur mit Blick auf diese Generation, sollten wir eins deutlich machen: soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz gehören für uns ganz eng zusammen. Für meine Arbeit sind zwei Ansätze prägend. Das ist zum einen das Modell der verbindenden Partei und der Ansatz der revolutionären Realpolitik, wie ihn Rosa Luxemburg beschreibt. Ich finde, das kann man ja auch mal transparent machen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich will meine Vorstellungszeit nicht ausschöpfen. Ich möchte euch nur sagen, es ist mir ein Anliegen, all das Begonnene fortzuführen, die Erneuerung der Partei fortzuführen. Und das, worauf wir uns hier verständigt haben, dass wir weiterhin Bollwerk gegen Rassismus sein müssen und zum anderen offensiv nach vorne gehen für soziale Garantien, an dem möchte ich mitwirken. Ich bitte um eure Stimme. Es wäre mir eine große Ehre, wenn ich 2 Jahre weiter als Parteivorsitzende mich einbringen könnte. Vielen Dank.